meine lieben Freunde und willkommen zum ersten Part 2019 hier auf meinem Kanal mit dem Spiel Transference. Ich lasse jetzt mal ganz gekonnt das Thema, warum ich keine Videos gemacht habe, erstmal beiseite. Darauf können wir ein andermal eingehen oder ein bisschen später oder wer weiß, wann ich darüber schnacken möchte. Und wir widmen uns diesem prachtvollen Exemplar eines Computerspiels. Das habe ich bei einem YouTuber entdeckt, der das Spiel Let's Played hat. Ich habe mir nur so 1, 2, 3 Minuten angeguckt und habe gedacht, das ist was, was ich Let's Playen will. Das ist was, was ich mit euch gern teilen möchte. Das Spiel gibt's auf Steam für gut, weiß nicht, 25 Euro plus minus, ein paar zerquetschte. Ist so ein bisschen Thriller, ein bisschen spannend. Wird nicht lang gehen, vielleicht 2, 3 Parts. Habe mir extra eins rausgesucht, das nicht 50, 60 Parts lang geht wie Alien Isolation oder Star Wars. Und ja, soll so ein bisschen wieder Spannung aufbauen, ne? Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich hoffe, ihr seid gespannt wie ich. Und ich denke, fangen wir mal an. Ne? Schauen wir doch mal kurz, ob alles gut eingestellt ist. Bei den Einstellungen haben wir Grafik. Das war jetzt nicht Grafik. Grafik haben wir hier. Sehr hoch passt. Ich habe es ganz klein wenigen Ticken heller gemacht, weil es meistens bei der Aufnahme immer ein bisschen dunkler ist, damit ihr auch etwas erkennt. Und Sprache ist auf Deutsch. Das Game ist auf Deutsch. Text ist auf Deutsch. Passt. Leute, das wird nur wunderbar. Ich weiß es. Ja. Falls ihr mich unterstützen möchtet, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, teilt mein Video, schreit's in die Welt raus, lauft auf den Kölner Domplatz, wenn es den überhaupt gibt und sagt, hey Leute, guckt euch das Video an, würde mich freuen. Ich probiere jetzt wieder ein bisschen öfters Videos zu machen, damit ihr auch was zu gucken habt. Aber bevor ich jetzt noch weiter rede, schnappt euch was zu trinken, holt euch was zu essen, macht euch in eurem Bett bequem, am besten abends, das Game ist ein bisschen spannend und könnt mir jetzt ein bisschen zugucken. Let's go! Zunächst danke ich Ihnen für die unschätzbaren Erfahrungen, die wir bei unserer Zusammenarbeit machen konnten. Ich nahm unsere Forschung, die Forschung der Großen und der Antike und ich fand den Schlüssel. Er war direkt vor uns die ganze Zeit. Es mangelte uns nur am Willen, ihn zu sehen und zu nutzen. Und jetzt habe ich die Tür geöffnet. Die Fähigkeit, ein komplettes kognitives System aus dieser Welt zu nehmen und zu übertragen. In einen perfekten virtuellen Raum. Wahre 1:1 Bewusstseinsreplikation. Vita Eterna. Meine Familie und ich werden bald umziehen, ja. Aber wir freuen uns schon, Sie wiederzusehen. Ich habe Ihnen so viel zu zeigen. Okay, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was erfahren. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht. Ich habe mir nur diesen kurzen Filmausschnitt, den wir uns eben gerade angeguckt haben jetzt gemeinsam, nur den habe ich gekannt. Und der hatte mich schon relativ überzeugt gehabt. Also grafisch sieht es schon mal gut aus, finde ich. Das gefällt mir schon mal. Ich könnte die Empfindlichkeit gerade noch ein bisschen höher stellen. Gib mir mal kurz... Nee, warte mal. Gib mir mal kurz... Steuerungseinstellungen, Maus. Besser. Viel besser. Gut. Jetzt macht das Ganze wieder Spaß hier, ne? Okay. Falls es euch recht ist, ich möchte gerne in aller Ruhe hier das Spiel ein bisschen angucken, mal ein bisschen erkunden, mal gucken, was wir hier finden. Was haben wir denn hier? Da mit linker Maustaste. Harmony Music Store. Okay, wir können mit der rechten Maustaste auch das Ganze irgendwie wenden und drehen und machen und tun. Okay. Können wir auch noch... Ich will mir die Steuerung nochmal kurz angucken. Will doch nur noch... Tut mir leid, dass ich nicht so mega vorbereitet bin. Steuerung, Maustastatur, hier haben wir was. Rückwärts bewegen, interagieren mit linker Maustaste, Objekt ablegen. Das habe ich gesucht. Gut. Das wollte ich wieder da dran heften hier, weil da sah das ja gut aus, ne? Gut, was haben wir hier als nächstes? Sag mal her. Das sieht mir nach einem Stadtplan aus. Kann ich den auch... Boston City, Downtown.
brauchen wir jetzt nicht, ja? Also, der hat ja schon mal was von Bewusstseinserweiterung, Replikation. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann das jetzt gerade nicht mehr aussprechen hier. Hat er ja was gesagt gehabt. Wir befinden uns auf jeden Fall nicht hier in der Realität, wenn mich nicht alles täuscht. Boston Daily? Okay. Kann man aber nicht lesen, ne? Nee, geht nicht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, Pizza. Jo, Leute. Ich habe heute noch nichts gegessen. Da kriegt man gerade Hunger, wenn man das sieht. Also ich empfehle euch an der Stelle, schnappt euch ein paar gute Kopfhörer, dann macht das Ganze auch doppelt so viel Spaß. Hä? Ah ne, passt schon. Ich dachte jetzt gerade jetzt, kann ich den Müll ab... Ne, geht nicht. Guck mal, was haben... Was haben wir hier? Einen Schlüssel haben wir gefunden. Schlüssel zur Lobbytür. Sehr schön. Können wir den noch irgendwie einstecken oder müssen wir den jetzt hier die ganze Zeit halten? Ne, den will ich haben. Geht das? Ne, geht nicht. Kann man das jetzt doppelt angucken? Ja. Ich finde meinen Hund nicht. Hund entlaufen. Weiblicher deutscher Schäferhund. Hört auf den Namen Laika. Schade. Okay. Den nehme ich wieder mit. Guck mal, kann man da rein... lotsen? Ha, okay. Ich weiß, dass die Kameraeinstellung und so alles auch noch nicht so optimal ist. Das habe ich jetzt alles provisorisch jetzt schnell hier mal aufgebaut. Das wird sich alles noch verändern mit der Zeit. Ich nehme an, dass wir hier mit dem Schlüssel reinkommen. 6516. Data außen Lobby-Schlüssel. Wo sind denn alle? Ich will rein hier. Ich nehme an, so geht das. Okay, krass. Jetzt kommen wir rein. Ah. Leute, hier ist ein Grafikbug. Darf ich bitte eintreten? Danke. Ich finde mein Dad nicht. Ich finde meine Mom nicht. Wie kamen wir hierher? Wow. Was haben wir hier? Sparen Sie mit uns 20-80% Rabatt. Okay. Ey, guckt mal, wie das Zeug hier einfach in der Luft stehen bleibt, wenn ich... Das ist gewollt von dem Spiel, hier habe ich das Gefühl. Restaurantflyer. Hier, ich kann das einfach in der Luft ablegen. Zack. Seht ihr? Und jetzt kommt da so ein Bug. Oder nicht? Das Ding hat es eben gerade nach unten teleportiert wieder. Okay, egal. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Studienbogen. Das sind Noten. Damit kann ich jetzt aber echt nicht viel anfangen. Kann ich die hier auch auf... Okay. Ich habe es jetzt schon verstanden. Was haben wir hier? C... C, D, E, F, G... Okay. Das hier ist C, ne? Mach mal zu hier, bitte. So, C. Mach die noch... Kann ich die nochmal ausmachen? Nee. Hä? Ich muss die in der richtigen Reihenfolge, muss ich die aktivieren, wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich alle erstmal aktivieren. Okay, jetzt nochmal von vorne. C, D, E... F, einfach weitermachen, F. Ich habe kein G. Geil. Das hat's wohl nicht gebraucht. Richtig geil gemacht. Ich habe richtig Bock, hier alles anzugucken. Sag mal hier. Zusammengerollte Zeitung. Apothekenlieferung. Was haben wir hier noch alles? Sag mal her. Zu vermieten. 3 Raumwohnungen. Boah, ich muss am Ende unbedingt gucken, dass die Lautstärke hier richtig geregelt ist, dass euch das nicht zu laut ist. Stadtumzüge. Die besten Umzugsfirmen, bla bla bla. Okay, das interessiert uns jetzt nicht gerade wirklich. Ich möchte gerne weiter. Okay, mach mal auf. Geht ab.
Scheiße. Ey, jetzt hätte ich fast geschrien schon wieder, wie so ein Mädchen. Ey, ich muss leise sein, ey, andere Leute sind am Schlafen um die Uhrzeit. Scheiße. Hey, es wird immer dunkler, was geht ab? Ey, das war gerade krass gewesen. Wie geht's dir? Mir geht's gerade gar nicht gut. Sag mal her. Mit dem Licht stimmt etwas nicht. Ja, okay. Typische Mietwohnung, ne? Hm, Leute, wollen wir nach oben oder wollen wir nach unten in den dunklen Keller? Das ist so ein Scheiß. Ey, habe ich eine Taschenlampe? Darf ich mal schnell nachgucken? Ach, Einstellungen, Steuerung. Hocken. Nach links drehen, rechts drehen. Sieht nicht danach aus. Schade. Wofür brauchen wir auch eine Taschenlampe, ne? Wir sind hart im Nehmen, wir sind harte Krieger. Wir gehen da so runter, Leute, wenn es anfängt zu riechen. Ey, das war mir gerade zu viel. Genau. Wieso habe ich denn auf den scheiß Schalter auch drücken müssen? Ich weiß nicht mehr, wie wir hergekommen sind. Ich glaube, du hast irgendwas geraucht. Ah. Hallo? Ich glaube, mit den Lichtschaltern können wir jeweils in diese andere Welt springen. Hätte ich am Anfang mal ein bisschen mehr aufgepasst bei dem Video. Scheiße. Ich muss ab und zu immer noch gucken, dass die Aufnahme läuft. Läuft. Passt. Alles gut hier. Ey, bitte geh auf. Warte erstmal, da gucken, was da ist. Restaurantflyer. Hier liegen unglaublich viele Restaurantflyers rum. Was haben wir hier noch? Offizielles Kündigungsschreiben. Das heften wir mal dort rein, da gehört's hin, ne? Da hat einer seine Miete nicht bezahlt. Wir müssen runter, oder? Das Bild passt ja richtig gut hier. Nee, wartet mal, ich probiere jetzt nochmal was aus. Oder? Fehlende Datei. Oh. Da komme ich auch nicht rein. Vielleicht geht oben. Das ist ja endlos. Gönnt euch das mal. Das ist eine Schleife. Leute, ein Fehler in der Matrix. Scheiße. Okay, wir müssen nach unten, habe ich das Gefühl. Guck mal, hier liegt ein Buchstabe auf dem Boden. Magnetisches A. Was bringt mir denn dieses A? Ich muss mal kurz am Kabel meiner Maus ziehen, so. Kann ich das mit in die... Ich frage mich, ob ich Teile aus diesem... Kann ich das hier... Scheiße, ich glaube, ich hätte das... Warte mal, kann ich das mitnehmen in die andere Welt? Tatsache. Ich glaube, wir gucken uns schnell mal den Keller an. Oh, ey, das Licht ist an. War das nicht vorhin aus? Oh, ich will da nicht runter.
Ich lasse dich in Ruhe. Okay. Mann, was will ich mit dem schwulen A hier, Mann? Nichts gegen schwule Leute. Oh, scheiße. Oh, ich kann es mir nicht leisten, jetzt schon wieder hier rumzuschreien. Was ist das denn hier? Okay, was könnte das denn sein, was da hinten so rum... so Krach macht? Ach so. Gut, wieder so ein komischer... Hey, erschreckt mich auch noch mehr, Mann. Ist das dein Ernst? C. Was bringt mir denn dieses Teil? Was bringt mir dieses A? Die Musik gefällt mir einfach auch überhaupt nicht. Ey, ist richtig atmosphärisch, das muss ich sagen. Ich liebe so Games. Ah, kann das sein? Ich riskiere es jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal in die andere Welt, wenn man das so nennt. Guck mal! Bitte, hilf meinem Dad. Zack! Was? Ah, das A. Das A, das A, das A, das A. Das kann man jetzt gebrauchen. Warte mal, ich hole das noch schnell unten. Oder bin ich wieder in dieser anderen Welt? Ja, bin ich. Komme ich überhaupt zurück jetzt erstmal? Nee. Ist nicht gewollt. Doch. Hä? Da war... Bin ich jetzt ganz... Bin ich jetzt gerade voll auf den Kopf gefallen? Da oben ist doch der Lichtschalter, warte mal. Der verschwindet mit der Zeit. Wir müssen da rein, okay. Ah, das A liegt auch wieder da. Guck mal hier, egal, passt. Ist das unser Haus? Jo, also eine richtig schöne Geburtstagsparty hier, will ich mal sagen. Alles gut. Ich bin der Handwerker. Deine Mama hat gesagt, ich kann einfach reinkommen. Was will ich denn mit dem A? Hey, ich hab so richtig Schiss, dass das... Warte mal. Ja, ich kann nicht speichern, war ja klar. Hallo? Was haben wir hier? Ja. Bibliothekskarte. Benjamin... Ja, okay, passt. Was haben wir hier? Eine Stimmgabel, okay. Hier. Neuer Log verfügbar. Neues Log verfügbar. Wo kann ich das ab? Na, egal. Also, ihr habt es ja richtig schön hier eingerichtet. Ich fühle mich mal wie zu Hause, ne? Ist das okay? Oh, du bist ein richtiger Künstler. Wir haben eine neue Nacht. Hallo? Ich wechsle mal. Bevor ich gleich komplett hier die Nerven verliere. Sieht wieder ganz anders aus. Was hast du dir gewünscht?
Gut. Die Musik gefällt mir nicht. Was ist hier los? Die können anscheinend geht es hier um das Hochladen vom Bewusstsein. Das habe ich schon mal verstanden. Da kommen wir nicht mehr rein. Ah, guck mal, dafür brauchen wir die Buchstaben. Aber das A habe ich jetzt da liegen lassen. Nobody loves me. Let me go. Da komme ich nicht rein. Okay, da komme ich rein. Ich glaube, ich hätte mich jetzt mal umgucken sollen, vielleicht. Wow. Hol die Lebensmittel ab Abendessen um 6 in Liberay. Beobachtungen stören nicht nur das, was sie messen sollen, sie erzeugen es erst. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Was geht hier ab? Ich meine, das sollte die Küche eigentlich sein. Warte mal. Halt, da war was. Der hat irgend oder nicht der? Ich habe irgendwie das Gefühl. Ich höre etwas. Bist du das, Dad? Hilf mir, Daddy. Der hat irgendwie das Bewusstsein in irgendwelche Computer geladen. Kann das sein? So wie bei dem Film Transferenz. Kennt ihr? Der heißt glaube ich gleich der Film mit dem Johnny Depp. Aber ich glaube irgendwie nicht gerade wissentlich von den Kindern, oder? Die denken jetzt irgendwie Schlaftabletten. Ich ahne Böses, was der mit seinen Kindern gemacht hat. Und ich will noch nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen. Alles gut. Komm, da kommen wir nicht lang. Der digitale Verstand, also das ist ja das, was er am Anfang gesagt hat. Er hat einen Weg gefunden, das Bewusstsein hochzuladen oder sowas in der Art. Rätselbuch. Aber hat er das jetzt mit seinen Kindern gemacht? Haufenweise Medikamente, Schmerzmittel. Koffeintabletten. Läuft noch alles? Mal gucken. Aufnahme, passt. Wir müssen wechseln, auch wenn ich überhaupt keinen Bock habe. Falsche Frequenz. Guck mal, da ist... Nee. Wir müssen jetzt die richtige Frequenz hier einstellen.
Halt. Tier. Ich merk's. Yep. Kannst du mich hören? Benji, bist du das? Cat, bist du mein Benji? Es gibt immer eine Lösung. Falsche Frequenz. Ja. Ich merk's. Das ist nicht richtig. Ist das jetzt eine Schleife? Ja. Kannst du mich hören? Was? Er wartet im Badezimmer. Ist da jemand? Was soll ich jetzt tun? Weißt du, wo Leiter ist? Hier ist aber niemand. Was haben wir hier? Warte, 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 was ist das? Nee, ein U-Boot. Zahnpasta? Es sind, hier in dieser Welt sind ja komplett andere Sachen da. Pflaster. Oder der reist irgendwie in die Vergangenheit? Ich weiß das noch nicht ganz. Warte, hier war noch eine andere Frequenz. Das hört sich an wie ein Morsecode. Das bringt uns aber nichts, oder? 3, 5, 2, 6, 5, 4, 3, 5, 2. Was? Was? Das ist dasselbe. 5, 4, 5. Aber wo muss ich den eingeben? Warte mal. Oh jö. Ich glaube, wenn wir die Frequenz in der Küche verstellen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir gehen nochmal in die Küche rein. Weißt du, wo Leiter ist? Ich kann etwas hören. 4, 3, 5, 2, 7, 6. Jetzt will ich noch mal gucken. Nee. Ich dachte, dass sich jetzt je nachdem die Türen öffnen. Aber das scheint nicht so zu sein. Ja, die, da war. Das ist ja nichts. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Was haben wir hier noch? Da war nichts drin. Okay. Okay, Leute. Ich. So. Ich denke, ich werde an der Stelle den Part beenden hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde das Spiel auf jeden Fall mega. Ich bin mega gespannt auf jeden Fall. Wie es hier weitergeht auf jeden Fall. Und ich glaube, ich sage so oft auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und kommentiert mein Video. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.